Ja, danke vielmals für die Einladung. Ja, die habe ich gerne angenommen und nachdem Professor Oehlinger heute uns die Ehre gibt, hier zu sein, habe ich mich gerade daran erinnert, dass ich in den 80er Jahren zum letzten Mal richtig zum Wahlrecht geforscht habe. Ich habe meine Habil über politische Grundrechte geschrieben und du warst da einer meiner Habil-Väter, wie das so schön heißt, der mich da durchgetragen hat. Das war nicht, gar nicht so einfach damals an der juridischen Fakultät. Aber zur konkreten Wahlreform in Österreich haben wir ja viel profundere Kenner hier. Das heißt, ich will das ein bisschen in einen breiteren Rahmen stellen, werde aber kurz bleiben. Das heißt, Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte sind in der tiefsten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich meine das so, wie ich es sage. Und zwar weltweit, aber durchaus auch in Europa, in den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Staaten. Das hat viele Gründe. Für mich ist der Neoliberalismus bzw. die Globalisierung im Zeichen des Neoliberalismus der wichtigste Grund dafür, weil er zum einen einfach durch die Privatisierung und Deregulierung einfach staatliche Funktionen aushöhlt, bis hin zu sogar Gefängnisse privatisiert werden, dass die Polizei privatisiert wird, dass also die Kernfunktionen des Staates und damit auch der demokratischen Legitimität infrage gestellt werden. Und zum Zweiten, dass einfach durch, und das ist schön durch Thomas Piketty und andere nachgezeichnet, die Ungleichheit ein Ausmaß erreicht hat, und das sagt Piketty als Ökonom selbst, ein Ausmaß, dass die soziale Kohärenz von Staaten und den demokratischen Sozialvertrag, der notwendig ist fürs Funktionieren einer Demokratie, untergräbt. Also er sagt, es ist so ähnlich hoch heute in den Vereinigten Staaten, wie es in England vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs war und auch mit verursacht den Ersten Weltkrieg hat. Und das heißt, also er sagt, das ist eine Gefahr für die Demokratie und führt natürlich zu vielen der Phänomene, die wir heute sehen, Radikalisierung, aber vor allem auch Politikverdrossenheit, zu auch diesen, Demokratie ist ja auf vielen Werten aufgebaut und eine der wichtigsten ist Toleranz und Kompromissfähigkeit, während wir heute so wie im globalen Kapitalismus einfach das Survival of the Fittest haben. Das heißt also, die Demokratie ist zu einer sehr starken Konfliktdemokratie übergegangen, bis hin zu, wir wissen das alles, Dirty Campaigning und Fake News und so weiter, die derzeitigen Wahlkämpfe, und das sind wirkliche Kämpfe geworden, auch sehr stark bestimmt. Demokratie ist für mich ein Teil von Menschenrechten. Ich kann die beiden Sachen nicht trennen. Die Menschenrechte, die internationalen und nationalen Menschenrechte, geben alles vor, was die Demokratie ausmacht, von den politischen Rechten im engeren Sinn zu den politischen Freiheitsrechten wie Meinungsversammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Medienfreiheit, aber auch Demokratie und Nichtdiskriminierung, Minderheitenschutz, Toleranz, wie ich schon gesagt habe, das hat der Europäische Gerichtshof sehr schön als wesentliches Kriterium der Demokratie herausgestrichen, Toleranz, Broad-Mindedness und Pluralismus als wichtige Kriterien. Und natürlich innerhalb dessen ist das Wahlrecht das wichtigste politische Recht einer repräsentativen Demokratie und das sind im Wesentlichen alle wirklichen pluralistischen Demokratien. Das Wahlrecht ist zum Gleichen das am meisten überwachte Menschenrecht. Ich wüsste kein anderes. Es gibt natürlich auch, in der Justiz, also Verfahrensbeobachtung, Prozessbeobachtung und es gibt natürlich auch viele andere, aber wir haben nicht, also zum Verfassungsgerichtshof dazu und zum Europäischen Gerichtshof und dem Menschenrechtsausschuss der UNO gibt es eben auch internationale Wahlbeobachter, die eine präventive Wirkung haben und die von der OSZE, dem Europarat, der EU und so weiter und vielen anderen Organisationen also regelmäßig heute zu Wahlen entsendet werden, um präventiv, so ein bisschen ähnlich wie der nationale Präventionsmechanismus in der Folterbekämpfung, präventiv eigentlich schauen soll, dass die Wahlen eben das sind, was sie nach internationalem Recht sein sollen, nämlich nach dem allgemeinen, gleichen, geheimen, freien,
genuinen Wahlrecht stattfinden sollen. Und das ist, hat aber viel mehr als nur am Wahltag. Und ich bin auch froh, dass die Wahlbeobachtermission der OSZE heute unter uns ist, sondern das hat natürlich einen Vorlauf und einen Nachlauf, also auch zu schauen, wie ist die Medienberichterstattung in der Zeit davor, wie ist der Wahlkampf, ist er noch demokratischen Grundsätzen entsprechend oder nicht. Wir haben natürlich, und das ist ja auch für Sie ein wesentliches Kriterium, war diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, die Bundespräsidentenwahlen aufzuheben. Und das ist natürlich eine Entscheidung, das haben wir sehr deutlich gesehen, die schon auch dazu beiträgt, dass die ohne die schon geringe oder die hohe Frustration, sagen wir so, mit den derzeitigen demokratischen Parteien und Kräften einfach noch größer wird und führt natürlich auch dann zu Fake News und so weiter. Also wir haben dort, obwohl der Verfassungsgerichtshof klar gesagt hat, was sind die Verletzungen, wurde gesagt, aha, da war große Wahlmanipulation im Spiel. Also das heißt, und das führt ja wiederum dazu, dass die Bevölkerung, die ohne die schon nicht mehr sehr stark an den an die Demokratie glaubt und eher den Staat in einen autoritären Staat verwandeln will, wie wir sie ja auch in Europa schon zum Teil haben, natürlich stützt. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass auch in Österreich, und da finde ich Ihre Initiative wirklich unheimlich toll, dass man einfach sagt, wir müssen das Wahlrecht so machen, nämlich auch so vereinheitlichen, so vereinfachen zum Teil, dass es auch wirklich so vollzogen werden kann, dass es unantastbar ist, dass man nicht dann als wahlwerbende Gruppe, nur weil man irgendwie knapp halt unterlegen ist, dann sagt, okay, da finde ich sicher eine Unregelmäßigkeit und das ist für den Verfassungsgerichtshof schon ausreichend, die Wahl aufzuheben, wenn auch nur ein ganz, ganz geringe Chance gewesen wäre, wie wir sie ja in der Bundespräsidentenwahl gesehen haben, wo ja doch relativ viele Stimmen dazwischen lagen. Aber wenn nur theoretisch die Möglichkeit gegeben ist, dass, wenn alle diese Leute eben dann für Hofer gewählt hätten, dann hätte das zu einem anderen Wahlergebnis führen können. Das ist die ständige Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, da kann man drüber streiten. Mathematiker haben gesagt, Walter Schachermeier hat eine große Untersuchung darüber angestellt und einen Artikel geschrieben, hat gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass mit diesen allen Möglicherweise auf Rechtswidrigkeiten und so weiter, also wenn all diese Stimmen wirklich hinübergegangen werden zu Hofer, die ist ungefähr so groß, wie wenn man im Zug von Wien nach Salzburg fährt und dann irgendwo einfach hinausschießt aus dem Fenster und dann trifft man ein Haar, also etwas, das so dünn ist wie ein Haar. Das heißt, es ist mehr oder minder null, aber es ist eben nicht ganz null, sondern 0,00 irgendwas. Aber das ist, glaube ich, auch schon wichtig, dass man sagt, also es dürfen eben bei demokratischen Wahlen in einem hochentwickelten Rechtsstaat wie Österreich auch nicht die kleinsten Fehler passieren. Aber da muss man auch schauen, dass die Gesetzgebung so aussieht, dass sie eben auch wirklich vollzogen werden kann, also nicht irgendwie schikanös ist. Und ich glaube, da sind wir genau in dem was Ihr Anliegen ist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Zivilgesellschaft und Wahlbeobachtung.org ist hier wirklich sehr führend, seit einem Jahr unterwegs, sagt, wir wollen hier gemeinsam mit allen relevanten politischen Parteien, aber auch mit dem Innenministerium und so weiter, Bundeswahlbehörde, wollen wir gemeinsam schauen, wie können wir das österreichische Wahlrecht so verändern, dass das Risiko einer neuerlichen Wahlaufhebung möglichst gering gehalten wird. In dem Sinn wünsche ich Ihnen einen sehr spannenden Abend. Danke. Dankeschön.